Hallo ihr Lieben, und zwar wir machen einen Marble Butter Sponge Cake Kuchen. Also Cake ist ja schon Kuchen. Wir brauchen auch gar nicht viel Zutaten, der ist relativ einfach zu machen. Man muss nur ein paar Schritte beachten, also die Reihenfolge. Und mehr gibt es im Vorfeld eigentlich nicht zu sagen. Deshalb würde ich doch sagen, fangen wir direkt an mit den Zutaten. Und zwar, da ich ja wieder eine kleine Menge mache, brauchen wir in dem Falle nur 30 Gramm Butter, 25 Gramm Mehl, 15 Gramm Milch, dann etwas Salz, eine Prise, dann insgesamt 60 Gramm Eiweiß und zwei Eigelbe. Das habe ich jetzt hier schon getrennt. Dann brauchen wir noch so einen Teelöffel Backpulver, 25 Gramm Zucker, dann ein Päckchen Vanillezucker und das war's. Und zwar, wir beginnen mit dem Eiweiß. Und zwar, hier sind jetzt 60 Gramm Eiweiß drin. Wir brauchen allerdings nur so 50 Gramm. Der Rest, der kommt dann noch in den Teig. Dann tun wir das jetzt mal so halb steif schlagen und dann geben wir Zucker und Backpulver hinzu. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und zwar diesmal geht es weiter erstmal auf dem Herd. Da geben wir jetzt die Butter hinein und lassen die erstmal schmelzen. So, jetzt sind wir nochmal hier, da ich nämlich den Vanillezucker vergessen habe reinzugeben. Den habe ich jetzt nochmal reingegeben, daher heißt es nochmal rühren. So, ihr seht, jetzt brutzelt es schön. Jetzt geben wir das Mehl dazu und natürlich schön gleich verrühren. So, ihr seht, jetzt habe ich mir schon hier so eine Reihenfolge aufgestellt, damit ich nämlich auch nichts durcheinander bringe. Als erstes geben wir die Milch dazu und verrühren das Ganze. Dann kommt die Prise Salz dazu und die 10 Gramm Eiweiß. Dann kommt erstmal ein Eigelb dazu. Und dann das zweite. Wenn wir das getan haben, kommt vorsichtig der Eischnee dazu, immer schön nach und nach. So, jetzt haben wir hier den Teig. Ich klopfe da jetzt einfach ein bisschen drauf, damit wir nicht so viele Blasen drin haben. Denn umso mehr Blasen drin sind, umso weiter sinkt der Kuchen nach dem Backofen. Also geht wieder zusammen, fällt wieder zusammen. Daher mache ich das. Jetzt nehme ich mir einen kleinen Teil vom Teig ab. Aber nicht viel. So, das reicht. Also wie gesagt, man könnte ihn aber auch schon so jetzt reingeben. Aber wir machen das nicht. Und zwar gebe ich jetzt ein klein wenig Kakao hinzu. Ich habe hier jetzt so eine ganz, ganz kleine Mini-Kastenform. Ich konnte euch vorhin noch nicht sagen, welche Form ich benutze, weil ich selber nicht genau wusste, wie der Teig, also wie viel Teig es wird. Und die habe ich jetzt eingeölt und bemehlt. Und jetzt gebe ich erstmal von unserem hellen Teig da rein. Und jetzt gebe ich gerade so ein paar Tröpfchen
von dem Schokoteil dazu. Und dann nehme ich jetzt einfach so einen Rouladenspieß. Gehe hier einfach mal so ein bisschen durch. Und dann schichten wir schon weiter. Und dann nochmal mit unserer dunklen Masse. Jetzt klopfe ich nochmal. Und jetzt geht das Ganze ab in den Ofen. Den habe ich jetzt schon auf 170 Grad vorgeheizt. So, wir sind schon wieder fertig. Und zwar das Ganze war jetzt 25 Minuten im Ofen. Ich habe noch ein bisschen Puderzucker drüber gegeben. Und ich habe mal so überlegt, ich kann euch jetzt schwer sagen, für eine große Form, wie viel ihr braucht. Ich denke mal, ich würde so die vierfache Menge machen. Allerdings kann auch sein, dass die dreifache Menge ausreicht. Es ist zwar jetzt sehr wenig, aber man gibt ja natürlich viel Eiweiß dann dazu, wenn man es größer macht. Und das gibt natürlich viel Luft in den Kuchen rein. Aber da ich mir da nicht so sicher bin, müsst ihr es einfach mal probieren. Probiert es so mit einer dreifachen Menge, wenn ihr es größer macht, oder vierfachen Menge. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich es euch aus der Nähe. So, der ist nämlich richtig, richtig toll. Der ist ganz, ganz weich, wenn ihr das jetzt nur sehen könntet. Also der ist wirklich ganz hauchzart weich. Also nicht so fest wie ein Marmorkuchen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!